Hallo und herzlich willkommen. Jetzt ist es schon wieder eine Woche. Ihr wisst es, ich weiß es. It's Playoffs, Baby. Oddspedia, the Sports Betting Community. Und es ist wirklich die allererste Woche, wo ich, glaube ich, seit 6, 7 Jahren kein einziges Spiel in der Nacht angeschaut habe. Basketballfans werden es wissen. Wir müssen entweder durchmachen, geht nicht unbedingt immer wegen der Arbeit. Wir müssen entweder, wenn geile Spiele so um 4, 5 in der Früh sind, früh aufstehen, davor früh schlafen gehen. Oder aber wir holen uns Corona ins Haus, dann kann man auch die ersten Spiele um 19 und um 22 Uhr schauen. Bisschen schade, muss ich ehrlich sagen, dass hier Toronto gegen Brooklyn und Milwaukee gegen Orlando zweimal auf dem Programm war. Auch Indiana gegen Miami ist jetzt von der Serie nicht so gut wie erhofft. Angedenken an die guten Leistungen von Victor Oladipo in den letzten Jahren. Mein T-Shirt hier, das ist, glaube ich, eine der Serien, die offensichtlich deutlicher ausgehen, als ich zumindest letzte Woche vermutet habe. Wir schauen uns mal ganz kurz an. Eine Info vorweg. Wir schauen uns heute die Spiele von Sonntag auf Montag an. Einfach deshalb, ich lade das jetzt zwar gleich hoch, aber macht jetzt keinen Sinn, 10 Minuten darüber zu reden für ein Spiel, was in 1,5 Stunden schon losgeht. Deshalb einmal ganz kurz hier die Paarungen. Milwaukee gegen Orlando, 1-2-1. Spiel 2 passiert gleich. Da denke ich, dass es einen Blowout-Sieg von Milwaukee gibt. Indiana, Miami, eine traurige Serie, zwei easy wins sozusagen bisher für Miami. Boston gegen Philly, das ist das erste Spiel, was wir uns auch gleich anschauen. Und Toronto gegen Brooklyn genauso. Im Westen spielt heute LA gegen Portland. Hoffentlich können die Blazers hier nochmal einen Steal holen und 2-1 in Führung gehen. Houston gegen OKC, eine ja, doch große Überraschung, dass Houston gerade mit Defense zwei Spiele gewonnen hat. Und Denver, Utah sowie LA gegen die Clippers schauen wir uns gleich nochmal an. Zuallererst sind wir jetzt aber bei Boston gegen Philadelphia. Da sind ja die ersten beiden Spiele schon gewesen. Wir sehen einen 128 zu 101 Sieg im Spiel 1. Entschuldigung, 109 zu 101 Sieg im Spiel 1. Das war bedingt knapp, klar. Man sieht hier von den Viertelergebnissen, dass Boston erst im vierten Viertel den Sack zugemacht hat. Aber im Prinzip fand ich, war es nicht wirklich gefährlich. Einzig schade, dass sich Gordon Hayward eben hier verletzt hatte und jetzt wahrscheinlich die kompletten Playoffs ausfallen wird. Außer wir sehen Boston dann im Oktober noch im Western oder im All-Conference Final. Das zweite Spiel war ein Blowout der Celtics. Und beim dritten Spiel sollte man sich vielleicht die letzten 2, 3, 4 Minuten anschauen. Da ging es richtig heiß her. Vom Ergebnis 102 zu 94 sehen wir nicht, wie knapp es gewesen ist. Aber letztendlich bisher ein 3 zu 0 für Boston. Und da ist jetzt die Frage, werden sie morgen um 19 Uhr den Sack zumachen? Auf dieses Spiel freue ich mich tatsächlich. Finde ich geil, dass das um 19 Uhr ist. Die Asian Handicaps sind natürlich klar auf Boston Seite. 1-2 der reine Sieg für Boston. Ich tendiere hier eher zu einem Handicap auf die Kollegen von Philadelphia, die bei einer plus 8 bei Zweierquote stehen, bei einer plus 9, plus 10. Auch immer noch zwischen 1,8 und 1,9. Finde ich doppelt interessant aus zweierlei Gründen. Erstens, dafür habe ich sogar ein Bild aus vergangenen Jahren herausgekramt. Irgendwie wollte ich das auch noch in das Video bringen. Aber Boston 3-0 jetzt geführt oder drei Spiele gewonnen. Sie haben zwei Spiele erst im vierten Viertel klar gemacht. Joel Embiid kriegen sie nicht unter Kontrolle und ich glaube, Joel Embiid hat auch gesagt nach dem letzten Spiel, er wird alles dafür tun, dass sie hier nicht rausgesweept werden. Und ich denke, da wird das Team Philadelphia ordentlich nochmal eine Ehre gepackt werden. Plus 8, plus 9 auf die 76ers ist für mich eine absolute Musswette, wenn man auf die Playoffs spielt. Man könnte theoretisch auch den reinen 76ers-Sieg anwählen, wäre mir aber zu riskant, weil dafür ist Boston zu stark. Vor der Serie war dieses Kräfteverhältnis einem Kerle klar. Und ich finde es auch immer wichtig, wenn man von Funktionären oder Trainer Interviews hören kann. Einer
der Leute, die bei Boston im Hintergrund ist, ist die White Mamba. Ich hoffe, ihr wisst es. Und da habe ich mal, ich muss das hier einfach reinbringen, sorry, ein Foto, in dem hier Brian Scalabrine mit mir posiert. Freut mich immer, dieses Foto anzuschauen. Okay, ich schaue es fast nie, aber wenn ich sehe, dann ja, ich bin 1,85 groß, vielleicht 1,86, 87, wenn ich mich richtig gerade hinstelle, aber gegenüber dem Brian sehe ich doch immer noch verdammt wie ein Kind aus oder einfach wahrscheinlich wie in jedem NBA-Profi. Nichtsdestotrotz, was sagt Brian Scalabrine? Er hat vor der Serie gesagt, Philadelphia kann unglaublich froh sein, wenn sie überhaupt ein Spiel gewinnen. Er sagt, Boston gewinnt 4-0 oder wenn sie ein Spiel verschlafen, 4-1. Ich glaube auf ein 4-1, aber 4-0 wäre auch cool. Wette mitnehmen, plus 9 Philadelphia, ein absolutes Muss aus meiner Sicht. Die Over-Under finde ich hier jetzt nicht so prickelnd, denn wir haben es gerade eben schon gesehen, die Spiele gingen mal hochpunktig, prozentig, keine Ahnung, also mit hohen Scores aus einmal und zweimal mit relativ niedrigen Scores. Ich würde hier von Over-Under-Wetten Abstand nehmen. Dann geht's weiter um 21.30 Uhr morgen. Dallas gegen die LA Clippers. Bisher aus meiner Sicht die beste Serie vom Niveau und auch vom Spannungsgehalt. Die Clippers führen 2-1. Sie haben das erste Spiel 118-110 gewonnen. Dort wurde Dallas zum Verhängnis, dass Porzingis durch sein zweites technisches Foul das Spielfeld frühzeitig verlassen musste. Im zweiten Spiel kam dann Dallas zurück, eine bockstarke Leistung. Und im dritten Spiel, leider hat sich da Doncic verletzt, ist umgeknickt, hat es nochmal dann, glaube ich, im dritten oder vierten Viertel aufs Feld geschafft, aber konnte nur noch humpelnd raus. Also da hoffen wir mal, dass er für morgen wieder fit ist. Ich weiß es nicht ganz. Das würde aber natürlich maßgeblich auch die Quoten und Siegchancen beeinflussen. Hier muss man sagen, ist meine Prognose, die Kollegen aus LA, die Clippers, werden niemals zwei Spiele in Folge verlieren. Dafür sind sie zu stark und dafür ist auch Kawhi Leonard wieder in seiner unglaublichen MVP-Form. Wie ein Roboter, was der für Pässe spielt, was der für Punkte macht. Es sieht alles so einfach, so irgendwie computergesteuert aus. Respekt vor seiner Leistung. Und was mir besonders in dieser Serie gefällt, wir haben hier wirklich viele Trash-Talks, die beleidigen sich auf dem Spielfeld gegeneinander. Dallas hat das ungünstigste Los. Sie spielen besser als erwartet, aber gegen diese Clippers ist einfach nichts zu holen. Hier Doncic sagt nach dem Spiel, dass seine Fußverletzung nicht schlimm ist, nur ein bisschen überdehnt. Aber wer weiß, so eine Überdehnung kann ja auch erst einen Tag später richtig Auswirkungen haben. Also da wäre ich vorsichtig. Deshalb finde ich jetzt auch die Spreads, zum Beispiel plus 10 Dallas, semi-interessant. Wir müssen definitiv warten, wird Doncic spielen oder nicht. Falls ja, dann ist es möglich. Dann würde ich vielleicht die plus 10 auf Dallas sogar mitnehmen. Oder eine plus 9 für eine etwas bessere Quote. Over-Under. Bisher alles Highscoring Games. Mit Dallas wird es wahrscheinlich dieses Jahr keine Defensive mehr geben. Da kann man das auch überlegen, ob man hier over 230, 229 Punkte geht. Finde ich eine spannende Wette. Aber auch das hängt wieder davon ab, spielt Luka oder nicht. Die Serie aus meiner Sicht wird 4-2 enden für LA. Die Frage ist, gewinnt Dallas das vierte oder fünfte Spiel? Aber die Clippers sehe ich hier doch deutlich in der nächsten Runde. Etwas weiter tief in die Nacht hinein wird es für die Brooklyn Nets wahrscheinlich das letzte Spiel geben. Sie wurden im ersten Spiel abgeschossen, 134-110. Im zweiten Spiel haben sie lange, lange geführt, aber erst gegen Ende konnten sie dann nicht mehr mithalten. Ich glaube, sie waren sogar 99-95 vorne und dann hat einfach Toronto nochmal einen Zahn zugelegt und auch beim letzten Spiel gab es gar nichts zu holen für Brooklyn. Im Gegensatz, da muss man sogar jetzt gewarnt sein, das war das erste Spiel, wo der Superstar in the Making, Pascal Siakam, wirklich gut aufgespielt hat.
Man kann sagen, in den bisherigen Bubble-Spielen und auch in den ersten beiden Playoff-Spielen war er eher so eine Randnotiz, zwar eine gute, aber definitiv nicht von dem, was man erwarten kann. Norman Powell gefällt mir bisher sehr gut, Kyle Lowry gefällt mir gut, egal ob seine Stats mal gut, mal schlechter sind. Und wen ich richtig, richtig stark finde, ist auch unser Fred VanVleet, der ja letztes Jahr groß rausgekommen ist, nachdem er ungedraftet bei den Raptors seinen Durchbruch erreicht hat. Gibt hier ehrlich gesagt keine Gründe zu glauben, warum Brooklyn dieses Spiel gewinnen sollte. Man könnte sagen, eventuell werden sie es ausgeglichen gestalten, ausgeglichener als das erste und das dritte Spiel. Dann ist vielleicht hier ein Spread plus, plus 12. Ja, plus 13, das ist schon nicht uninteressant. Aber ganz ehrlich, momentan sieht es einfach so aus, als hätten die Nets Caris LeVert. Und wenn man den dicht macht, dann haben sie keine Konstanz im Scoring. Und das brauchst du gegen eine unglaublich starke Toronto Raptors Defense. Und bei den Overpunkten, da schauen wir auch mal etwas genauer hin. Plus 216, 217. Es ist jetzt schon gut vorstellbar, dass gerade jetzt vielleicht im letzten Spiel dieser Serie Toronto ein bisschen von der Defense nachlässt. Von daher finde ich das auch eine gute Wette hier eigentlich zu sagen. Plus 200, über 216 Punkte, über 218 Punkte, je nach Quote bei eurem Bookie könnte man anspielen. Aber das hier auf Sieg Toronto macht natürlich bei einer 1-11 keinen Sinn. Der Spread ist zu schwierig für Toronto, das wäre mir auch zu riskant. Und auf Brooklyn würde ich auch nicht gehen. Von daher wäre das meine Lieblingswette bei diesem Spiel. Im letzten Spiel von Sonntag auf Montag spielen die Utah Jazz gegen die Denver Nuggets. Vor der Serie war Denver der Favorit. Der deutliche Favorit. Fürs Weiterkommen hat Utah eine Dreierquote bekommen. Mittlerweile hat sich das Blatt gewendet. Für mich war es auch letzte Woche eigentlich die Serie, wo ich die Quoten am wenigsten verstanden habe, weil ich Utah an sich stärker finde, obwohl sie ohne Bogdanovic die komplette Bubble spielen. Letztendlich war dann auch noch Mike Conley, die das erste Spiel ja nicht am Start. Und falls ihr es gesehen habt, das war schon hochdramatisch. Utah hat zwar 125 zu 135 verloren. Wenn du also nur die Ergebnisse anschaust, dann denkst du dir, okay, Utah hatte keine Chance. Aber die waren 2 Minuten vor Schluss, ich glaube 6-7 Punkte in Führung. Und dann macht Donovan Mitchell, der bisher eine mega, mega geile Playoff-Serie spielt, einen Turnover, in dem er nicht innerhalb von 8 Sekunden über die Mittellinie kommt. Daraufhin Ballbesitz Denver, Jamal Murray macht einen Dreier, danach wieder ein Turnover von Mitchell, Jamal Murray nimmt sich mal wieder einen Dreier und auf einmal steht es unentschieden und die Nuggets schaffen es in der Verlängerung dann den Sieg einzutüten. Also das war ein wahnsinnig intensives Spiel. Aber dann in Spiel 2 und 3, gerade mit Mike Conley, hat Utah gezeigt, sie haben mehr Playoff-Erfahrung, sie haben das bessere Matchup und Denver ist unglaublich von Nikola Jokic abhängig, der liefert immer. Aber wenn dann Jamal Murray nicht auf, ich sage jetzt mal, Star-Niveau spielt, dann gibt es bei Denver nichts, was da absteppen kann. Sie hatten ein paar Verletzungssorgen in der Bubble, sie müssen auf ein paar Spieler verzichten. Da sind auch gute Rollenspieler, gute Starting-Five-Spieler verletzt nicht dabei. Aber man muss ehrlich sagen, das Team der Nuggets ist für diese Playoffs nicht gemacht. Und auch die Tiefe bringt nichts. Utah hat bisher auf alles eine Antwort. Sie haben Mike Conley, sie haben Donovan Mitchell, sie haben Joey Ingles, der einfach nur geil spielt. Sie haben Rudy Gobert und auch noch von der Bank haben sie dann auch immer noch Scoring-Options, also sei es Clarkson, der natürlich die Nummer 1 ist. Und ganz, ganz wichtig, sie haben die viel geileren Trikots. Denver bisher enttäuschend und auch wenn ich das ein bisschen heftig fände, wenn jetzt hier Utah 3-1 in Führung geht, es spricht letztendlich mehr dafür,
Aber ich würde hier nicht auf Handicaps gehen, sondern einfach, wer das Spiel anschaut, vielleicht das Spiel genießen oder auf einen einfachen Utah-Sieg geht. Alles andere wäre aus meiner Sicht nicht richtig. Und damit schauen wir uns noch einmal ganz kurz die Paarungen an. Los geht es mit Boston gegen Philadelphia. Hier ist unser Tipp Philly plus 10. Guter Handicap-Spread, der, ich glaube, schon relativ sicher durchgehen wird. Philly-Sieg ist auf jeden Fall nicht uninteressant, aber Boston werden wir auf jeden Fall im Semifinal dann gegen Toronto sehen. Bei Dallas gegen LA Clippers macht es Sinn zu warten. Was passiert mit Doncic? Wie fit ist er? Die Clippers-Quote gibt nichts Gutes her. Man kann auch hier überlegen, auf Mavs plus Handicap zu gehen oder auf Over-Under, aber beides finde ich jetzt zu spekulativ, vor allem ohne Doncic. Und dann geht es weiter mit Brooklyn Nets gegen die Raptors. Auch hier lässt sich überlegen, ob man auf Brooklyn mit Handicap geht. Würde ich aber auch nicht empfehlen. Hier würde ich auf die über 216, 217, 218 Punkte, je nachdem, was euer Bookie hergibt, gehen. Denn Toronto wird in die nächste Runde ziehen. Ich glaube nicht, dass sie jetzt im vierten Spiel großartige Defense spielen werden, sondern eher das locker vom Hocker im vierten Viertel klar machen, davor Low Defense und dann ab in die nächste Runde. Und bei den Utah Jazz gegen Denver Nuggets, da ist die Quotenverteilung sehr, sehr fair. Ich sehe kein Value auf Denver, auch wenn die immer mal wieder gewinnen können. Aber Utah spielt bisher zu stark mit Blowouts, mit besserem Teambasketball und ob der Coach Malone und die Nuggets da die wirkliche Taktik finden werden, einen überragenden Donovan Mitchell zu stoppen, das wage ich doch zu bezweifeln. Von daher eher Sieg Utah und wer sagt, eine 1-6er-Quote reicht ihm, der kann das auch eintüten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr seid geil auf die Playoffs. Ich hoffe, ihr habt ein richtig geiles Wochenende und wir sehen uns allerspätestens wieder mit dem nächsten NBA-Video nächstes Wochenende auf diesem Kanal. Abo dalassen, Daumen und gerne Kommentare, was eure Playoffs-Wetten bisher so sind oder was ihr in Zukunft wettet und wie ihr die bisherigen Playoffs findet. Ich freue mich über jedes Feedback und bis dahin, bis zum nächsten Mal.